Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Nexomon Extinction. Ich war voll schlau, und zwar, wir müssen ja jetzt 3 Kämpfe bestehen und dürfen da keine Items verwenden. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann können wir natürlich hier mal andere Sachen nutzen, die wir halt gerade noch so dabei haben. Zum Beispiel hier die Verteidigung zu erhöhen, unsere Skunk-Hukes, das kann nicht schaden, sage ich mal. Müssen wir gerade gucken, Angriffswert habe ich hier noch, was haben wir da noch, EP, nee, natürlich Gold ist auch egal, Lebenspunkte eventuell, ja, Verteidigung, Lebenspunkte, Angriff, sowas in der Richtung, mal gucken, was wir da alles so haben, Angriff und was haben wir noch, einmal Verteidigung, ich denke, das ist in Ordnung, ja, da haben wir einiges an Verteidigung, einiges an Angriff, das sieht doch schon mal ganz nice aus. Ich denke, das könnte jetzt helfen, eventuell. Gucken wir mal, was die Leute hier so meinen. Wir leben in einer schwierigen Zeit, in der unsere Bevölkerung sehr schnell schrumpft. Aber zumindest haben wir diese gefährliche Arena, um uns aufzumuntern. Ja, mal sehen, wer heute Abend in der Rätselsuppe landet. Warte eine Sekunde, es ist in Ordnung. Es ist nur das Badewasser des Verlierers. Ah, okay. So, da gehen wir mal weiter. Was meint der Geist hier? Wie barbarisch, wie gewalttätig, wie schrecklich. Ich liebe es. Ich wollte gerade sagen, wie schön, dass sowas noch kommt. Können wir zum König einfach rennen? Wahrscheinlich nicht, ne? Mal gucken, was da jeder so meint. Zwar sind Items nicht erlaubt, aber du kannst deine Nexomon trotzdem mit Kernen ausstatten. Ja, okay. Präsident Zeta hat diese Arena selbst entworfen, ist sie nicht erstaunlich. Woher hat er diese Schädel? Der meint gar nichts, die meinen auch nichts. Kann ich hier irgendwo noch was sammeln? Nee, wohl nicht. Redet da noch jemand mit uns? Ich brauche ein bisschen pure Gewalt, um richtig in den Tag zu starten. Hahaha. Hehe, da ich ein Geist bin, kann ich die Action ohne Angst aus der Nähe beobachten. Jo, viel Spaß dann. Hier könnte noch ein Geheimnis sein oder auch nicht. Nee, dann denke ich, werden wir jetzt mit den Kämpfen starten. Können wir mit denen hier quatschen? Nee, was auch immer die hier gefangen halten oder, jo, wie soll ich sagen, im Zaun halten. So, dann gehen wir uns mal anmelden. Bin ich mal gespannt. 3 Kämpfe, keine Items, ich heile dein Team vorher. Nun, bereit? Jo. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das hinbekommen. Ich hoffe doch und ich denke doch. Mit Skunk You dann noch verbessert, das sollte hinhauen. Dein erster Gegner ist... Irgendjemand. Ross. Oh, super. Du hältst dich bestimmt für was ganz Besonderes als Goldthema, oder? Montix, endlich haben wir eine Revanche. Ich habe unseren Kampf auf den Dracheninseln nicht vergessen. Ja gut, okay. Dann mach mal. Hast du vielleicht noch irgendwelche Nexomon, die ich nicht kenne? Oh, Level 42. Jetzt wird es so langsam interessant. Oh, der macht mir sogar ein bisschen Schaden. Oh, 3 Kämpfe. Das könnte heftig werden. Das könnte knapp werden vor allem. Ah, schade. Hat nicht gereicht. Effektiv. Oh, provoziert. Was auch immer das bedeutet. Oh Gott, nee, Leute. Werde ich jetzt versagen in diesen Arena-Kämpfen? Oder kriege ich immer eine Heilung nach jedem Kampf? Das wäre natürlich auch schön. Namanski, da ist er. Oder Namansi. Kritisch. Oh, das wird echt sehr eng hinten raus. Oh. Wenn wir keine Heilung bekommen, wird es sehr, sehr, sehr eng. Aber alle leveln noch ein bisschen mit. Wunderbar. Marazuma, ja gut, die helfen mir nachher gar nichts, wenn ich sie einsetzen muss. Nein. Ich glaube, er hat vergessen, warum wir hier sind. Jo, glaube ich gerade auch. So, dein zweiter Gegner ist... Oh, das wird echt mega schwer. Oh weia. Der Typ aus der Arena da hinten, oder? Ah, ihr seid doch die Oberflächler, also aus dem Trainingsarena. Ihr haltet euch für was Besseres, oder? Ihr mit eurem ach so schönen Sauerstoff. Unser was? Ja, alles klar. Sauerstoff. Ach du Gott, Drama. Kenn ich das Ding da? Oh nein, mach mir nicht zu viel Schaden. Jawohl, wenigstens mal direkt weggehauen. Sehr schön. Hauen wir den auch direkt weg, dann wäre es schon mal nice. Nein, aber er ist demotiviert. Sehr schön. Das hilft natürlich gerade auch. Dann werde ich mal einmal kurz warten, in der Hoffnung, dass er immer noch demotiviert ist. Wunderbar. Und dann holen wir einen Steinschlag raus. Traumhaft. So, alle Level mit. Wunderschön.
Feuersturm, für Ignition, eine mächtige Selbstzerstörungsexplosion mit einer kritischen Chance von 100% auf Kosten der Bewusstlosigkeit. 140er Stärke, Genauigkeit, Ausdauer, Crit-Chance. Ja, so eine Selbstzerstörungsattacke ist eigentlich schon witzig, aber kann man natürlich eigentlich nicht bringen. So, komm, mach mal weg. Ja, wird natürlich mega Schaden machen. So als Finisher vielleicht wäre es eine witzige Attacke. Der dritte Gegner. Was? Ein Mülleimer? mein... Was ist mit dem? Ein Oberflächenbewohner wagt es mich, den Champion von Cardium herauszufordern. Oh, schwacher Sterblicher, du strebst nach einem fernen Traum von Großartigkeit, nicht wahr? Grausam ist die Herrin des Schicksals, die dich gegen mich aufbringt. Der Kerl trägt einen Mülleimer. Alter, was? Ja. Okay, drei Gegner. Das sollte drin sein. Das schaffen wir hoffentlich mal. Oh, ich wollte gerade sagen, der erste ist jetzt weg, aber das ist nicht der Fall. Wenn wir die anderen noch einsetzen müssen, wird's eng. So. Kennen wir den schon? Schwaktrum. Oh, effektiv. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Machen wir noch so einen Steinschlag. Jawohl. Der letzte Gegner, Lunabell, Mineral. Ja, werden wir aber wohl schaffen. Ich mach mal zweimal so eine Ausdauerregeneration, dann kriegt sie zweimal die Combo ab. Und dann sollte das Ganze sich... Ach, Steinschlag, sorry. War doch nur ein Steinschlag. Naja, egal. Da hauen wir halt die Steinschläge rein, dann war es das wohl auch. Alles klar, wunderbar. War zwar sehr kräftezehrend, aber wir haben es geschafft. Lumerei auf Stufe 44 und Rappi auf 36 und Rappi steigt auf. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Was da wohl rauskommt. Ach krass. Rappi-Lux. Was? Ja, okay. Krass. So, König, was ist los? Da bist du nun, Montix. Alles läuft genauer nach deinem Plan, Diener. Nun, wenn das nicht Montix ist. Freu dich, Kind, denn du triffst das coolste Mitglied dieser Bande. Noch einer dieser Geister, was für ein Element bist du? Damals war ich bekannt als der unbesiegbare Luxa, Champion des Donners. Die Schlange des Sturms, das sechste Kind von König Omnicron. Und jetzt bin ich der Präsident dieses Elendstaats. Wie bist du überhaupt hier gelandet? Das war mal ein richtig cooler Ort, wisst ihr? Aber aus einem mysteriösen Grund wurden die Leute dumm, nachdem ich die Stadt übernahm. Wie auch immer, ich weiß, warum du hier bist, Montix. Element des Donners. Erhalte die verbleibende Macht von Zeta. Ich habe nur darauf gewartet, dir endlich die Reste meiner Kraft zu geben. Aber warum habt ihr deshalb in meiner Arena gekämpft? Ihr hättet mich einfach fragen können. Geil. Jetzt kannst du die Dinge mit 1 Milliarde Watt zerschlagen. Cool, was? Das wird dir helfen, Vados zu besiegen. Also stimmt es, Vados versteckt sich irgendwo in der Stadt. Wärst du nicht rechtzeitig hergekommen, war es mein Backup-Plan, Cardium zu verdenken. Bang. Was? Keine Ahnung. Habt ihr so viel Angst vor Vados? Okay. Was geht jetzt ab? Was sind wir jetzt in seiner Suite da? Selbst mit 4 Elementen schlüpft der Tyrant nicht. Ohne Zweifel steckt der wahre König der Monster in diesem Ei. Leute, wir können Vados nicht mit einem Ei besiegen. Wir müssen einfach nur Amelie zu fassen bekommen, bevor sie Vados freilässt. Und dieser Feigling versteckt sich in dieser Stadt. Das ist unsere Chance, das alles zu beenden. Gut gesagt, Mädel. Ihr Labor ist im Nordwesten. Nehmt das hier. Du hast den Cardium-Schlüssel erhalten. Sir Zeta, wenn Montix und ich in dieser Mission scheitern, werde ich Cardium versenken. Ich werde diese verfluchte Stadt auslöschen. Bam. Egal was passiert, Vados darf niemals existieren. Zap. Urteilen wir nicht zu früh über Vados.
Du hast keine Ahnung, was passieren wird, wenn er an die Oberfläche kommt. Cardium ist nur ein kleines Opfer angesichts der drohenden Auslöschung. Tutorial, du kannst jetzt Thetas Kraft des Donners verwenden. Damit kannst du allerlei Geräte powern. Aha. Interessant. Welche Geräte denn? Sowas oder was? Nee. Hä? Was kann ich denn jetzt powern? Da kann ich nicht rein. Der redet auch nichts mehr mit mir. Ach krass. Was für Geräte? Das Klavier oder was? Oder einfach nix? Einfach nix. Okay, ich kann einfach rauslatschen. Wir haben den Schlüssel, wir kennen den Standort. Also das wird dann auch mit A angezeigt, logischerweise, wenn ich die Kraft einsetzen kann, höchstwahrscheinlich. Nach all dem hier wird uns die Gilde sicher als Verräter ansehen. Man wird uns verfolgen. Uff, wie konnte es nur so weit kommen? Ich habe zwar keine Ahnung, was ihr vorhabt, aber ich werde mit euch kommen. Wenn ich oft genug auftauche, bekomme ich vielleicht im nächsten Spiel einen Auftritt. Amelie ist nördlich von meinen Gärten, verstanden? Ah, okay, dort ist die. Ja, klar, logisch. Das war ja das einzigste Versteck, was wir noch nicht kennen. Okay, da kann ich seine Werte ja wieder verändern, die XP-Booster reinholen. Achso, genau, da hatte ich noch keine besseren. Die 2x2 und 2x3. Echt, warum? Warum habe ich das noch nicht verändert? Oh mein Gott. Ja, das sollte ich doch dringend mal verändern. Wir könnten wesentlich mehr XP rausholen. Clever, Monty. Traumhaft. So, einmal heilen. Truppe kann ich so lassen. Beim Händler vorbeischauen. Ne, brauchen wir nicht. Jo, brauchen wir eine Heilung. Weiter geht's. Umgestellt ist alles. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Story weitergeht. Dann dürften wir eigentlich hier rauskommen aus der Stadt. Und dann sind wir nochmal einen großen Schritt weiter. Genau, da war das große Tor, das nicht aufging, das jetzt auf ist. Okay. Die Türen sind jetzt offen. Amelie und Vados müssen drinnen sein. Die verrückte Frau, die die Drachen erschaffen hat, die unsere die unser Vertrauen ausgenutzt hat. Lass es uns ein für alle Mal beenden. Ja, ja. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird es hinhauen? Gucken wir uns das mal das Ei an. Noch zwei Elemente fehlen. Blitz haben wir. Was haben wir? Wasser und Feuer und... keine Ahnung. Wind? Ja, genau. Wind, logischerweise. Ja, da fehlen noch zwei. Und was ist hier passiert? Vados Reich. Mhm. Wow, was ist mit diesem Ort los? Ich kann nichts erkennen. Nur die Sicherheitsmechanismen scheinen noch zu funktionieren. Sie erwartet uns, nicht wahr? Wenn wir sie umzingeln, könnte sie in der Verzweiflung Vados rufen. Macht euch bereit. Was? Hä? Was geht denn hier ab? Achso, muss ich jetzt hier reingehen, um dann das Stromding da zu aktivieren, oder was? Was ist hier los? Genau, und dann kann ich... Ist ein bisschen rätsellastig jetzt, oder was? Wo muss ich denn hin? Was muss ich dann machen? Jetzt bin ich hier, um dann nicht hier rein zu können und da auch nicht. Spiel? Gib mir bitte ein Ziel. Na, die Dinger werden ja einfach nur... Ah, und hier sind auch Gegner. Interessant. Vados Reich, okay. Die Halle... Also ich check's noch... Klar, wir müssen jetzt irgendwie einen Ausweg hier finden. Aber ich check's noch nicht so ganz, was die da von mir wollen. Ich habe jetzt einmal das hier verändert. Und jetzt kann ich wo rein? Jetzt komme ich halt nicht hier. Ah, jetzt komme ich hier oben vorbei, oder was? Nee, auch nicht. Hä, was wollen die von mir? Wo soll ich denn hin? Zapnik? Okay, den können wir wenigstens fangen. Ich weiß nicht so genau, wo ich jetzt überhaupt hin soll. Ich sehe nur einen Raum. Ich sehe keine weiteren Möglichkeiten großartig. Aber ja.
Vielleicht stelle ich mich auch gerade blöd an. Füttern. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar. Zapnik hat das nicht gefallen. Echt? 62%, das muss dir doch gefallen. So, hier. Traumhaft. Wunderbar. Ich glaube, den hatten wir auch noch nie gesehen, oder? Zapnik. Ins Lager schicken. Wo muss ich denn hin? Ich weiß gar nicht, was die von mir wollen. Ich sehe nur einen Raum, wo nichts ist. Hä? Ist vielleicht in der anderen Welt da, muss ich da nach rechts? Das kann sein oder so. Das könnte ich mir gut noch vorstellen. Dass ich da hin muss, um überhaupt weiterzukommen oder sowas. Ja, da unten hin. Jetzt kann ich das Ding da aktivieren. Fragt mich nicht, was ich da mache. Ich laufe hier irgendwo rum. Jetzt kann ich das Ding hier aktivieren. Oh Gott. Ich weiß gar nicht. Hä? Okay, hier geht's gar nicht weiter. Versteht ihr das? Also es gibt wohl mehrere Ebenen. Hoi, hoi, hoi. Und ich muss irgendwo hinkommen. Jetzt bin ich ganz am Anfang wieder oder so, ne? Keine Ahnung, ey. Muss ich jedes dieser Dinge auf irgendeine Strahlung bringen? Also ich vercheck's gerade. Volle Kanone. Jo, ne? Also generell ist mir das Prinzip schon so halbwegs klar, aber so richtig raffen, so meine Zielsetzung kenne ich nicht. Es sind alles Räume, die relativ ähnlich aussehen und ich muss irgendwelche Stromgeneratoren da irgendwie berühren oder aufladen. Zielsetzung fraglich. Hä? Ja, da lasse ich mal so. Nehmen wir mal den hier. Da gehe ich mal wieder da oben rein. Blau und rot. Vielleicht hat das noch irgendwas zu bedeuten, dass ich da ein bisschen aufpassen muss. Ah, da, das Ding, das ist gar nicht aktiviert. Das war's jetzt, oder was? Hm. Keine Ahnung. Hier sind direkt mehrere Türen. Oder mehrere Wege. Fragezeichen. Marasurma. Infizierte Saat. Reduziert die kritische Trefferchance des Gegners für die nächsten Runden auf 0. Nee. Die Challa ist aufgestiegen. Flinke Beine erhöht die Geschwindigkeit um 40%. Auch das interessiert mich nicht. Bringt mir das hier noch was? Ich hab keinen Plan, ne? Jetzt bin ich wieder dort, wo ich gerade eben war. Was, wenn ich hier reingehe? Komm ich dort raus? Ah, das ist... Achso, jetzt kann ich wieder rausmarschieren. Hä? Okay. Wo muss ich denn hin? Oh, cool. Den können wir auf jeden Fall mal fangen. Auch wenn ich nicht weiß, was ich hier mache. Das muss ich mir vielleicht in der Aufnahme nochmal angucken. Ich habe da jetzt irgendwelche Stromdinger da aktiviert und so. Aber so richtig bekomme ich das Rätsel da nicht raus. Ups, nein! Oh, Alter, Glück gehabt. Was mache ich denn da für Sachen? Oh, 62%. 72%. Sehr schön. Das ist natürlich heftig. Oh, da geht's wieder steil voran. Yeah! Auch wenn er nicht weiß, was er macht. Aber es hilft. Na, schade. Ich hätte es jetzt gern irgendwie weitergezockt noch. Das da kann sich aber noch ziehen, weil ich wirklich nicht so richtig weiß, was ich hier mache. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich springe da von Portal zu Portal, um... Ja, die Dinger da zu aktivieren, wie auch immer. War ich da oben schon drin?
Muss ich eventuell dafür sorgen, dass es gar keinen dieser Stromteile da mehr gibt? Das kann auch sein, dass das das Rätsel ist. Irgendwie wurden das ja mehr und weniger rot und blau und was weiß ich, aber ich habe nicht richtig drauf geachtet. Da ist ja auch rot und blau, ist ja, so werden die Dinger ja hier auch gekennzeichnet. Könnte schon irgendwie sein, ne? Das damit zu tun hat. Oder geht es hier oben weiter auf der Ebene und jetzt muss ich da hochkommen. Kann das sein? Kann auch sein. Ich guck mal gerade. Rapilux. Super Slam. Jawohl. Es fügt hohe Mengen an physischem Schaden zu. Geil. Das ist natürlich geil. Oh, und hat eine gute Genauigkeit und so. Das Super Slam. Machen wir mal. Für die Frostbiss, oder? Jo. Wobei, oder das hier? Ja, das hier. Muss ich hier oben hin? Geht's dort weiter? Sieht man das? Ist da eine Tür oder so? Ah, da wird's wirklich weitergehen. Dort müssen wir also hinkommen. Wenn ich das richtig verstehe. Okay, wie komme ich dorthin? Weiß ich nicht. Komm, nicht nerven. Oh weia, oh weia, oh weia. Das hier kann was werden. Wahrscheinlich sind wir die nächsten 3 Folgen hier auf dieser Ebene. Eigentlich ist ja alles hier frei. Ist ja eigentlich soweit gut. Bin ich hier eben reingegangen wahrscheinlich, ne? Ah, da kam mal her. Da könnte ich wieder auf blau ändern da. Rot, wie auch immer. Das muss ich mal angucken. Jetzt sind wir, glaube ich, hier richtig. Da hinten müssen wir doch hin, oder? Jetzt laufe ich wieder zurück wahrscheinlich. Irgendwas macht er. Er weiß nicht, was er tut. Er weiß es einfach nicht. Und jetzt bin ich wieder am Anfang. Alles ist rot, Dingens. Aber jetzt könnte ich da oben rein und dann könnte das doch zu meinem Ziel führen. So irgendwie. Ah nein, das ist versperrt. Ach, wie bitter. Wahrscheinlich habe ich alles wieder gemacht wie am Anfang. Noch 2 Minuten gucke ich mir das an und ansonsten checke ich es einfach nicht. Keine Ahnung, was die da von mir wollen. Da ist viel Strom, da ist viel. Da sind viele Möglichkeiten. Ah, genau da wollte ich hin. Hä? Was? Okay. Alter, hä? Wir laufen, glaube ich, noch ein bisschen hier rum. Alter, Alter, Alter. Die Challa. Du hast den Giergeldbeutel gefunden. Genau. Wunderbar. Geht's hier hoch, bitte? Echt jetzt? Es geht irgendwie weiter. Hä? Hä? Ach so, das war einfach nur... Oh Gott. Moment mal. Vielleicht war das ja richtig. Ja, ich gehe mal nochmal hier rein. Komme ich dann wieder zurück da oben hin? Wenn ich jetzt den Blitz hier umlege, komme ich nicht dorthin, wo ich hin will. Traumhaft. Nein, komme ich wirklich nicht. Und was ist das, wenn ich da reingehe? Was passiert da? Kam ich dort her? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ah ja, da kam ich her. Allerdings könnte ich da rein, eventuell auf blau umstellen und dann komme ich vielleicht irgendwie weiter. Keine Ahnung. Ah ne, da komme ich gar nicht mehr runter, ne? Ne, komme ich nicht. Ah doch, da komme ich jetzt doch nach unten. Wenn ich jetzt hochgehe, komme ich... Ah, doch. Ja, so irgendwie wird es wohl sein, ey. Ich habe null Plan, ey. Da ich gar nicht genau weiß, wo ich hin muss, Alter. Das ist echt so ein bisschen Trial and Error. Irgendwas machen und der Hoffnung, dass ich irgendwo rauskomme, wo es sinnvoll ist. So, also das hier ist vielleicht schon mal ganz nice, dass man das rausgefunden hat, dass wenn ich jetzt hier hochlatsche, komme ich ja wieder an dem unteren Punkt hier raus. Und wenn ich jetzt hier reingehe, komme ich hoffentlich irgendwie sinnvoll raus. Soweit, so gut. Jetzt komme ich eventuell dorthin, wo ich hin will, oder? Jo, tatsächlich. Alter, bin ich schlau. Ich bin schlau. Seht mal, dort drüben. Das ist ein Warpstein. Dann können wir unsere Nexomon heilen und Vorräte kaufen. So ist es. Ist das der letzte Warpstein, der uns noch fehlt? Da müsste jetzt ein Erfolg kommen. Nein. Okay. Alles klar. Und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Wir können zurück, können uns ein bisschen heilen, können sonst was machen. Und,
Eigentlich können wir direkt weitergehen, würde ich sagen. Ja, und kurz hochheilen. Ich habe ja genügend Items dabei und ich denke, da wird es direkt spannend. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.